da bin ich wieder. Ich hoffe, zu Hause läuft alles in guten Bahnen. Es wäre nicht so einfach, ne? Mit der ganzen Familie immer so eng aufeinander zu sein. Kinder zu Hause, Mann zu Hause, Frau zu Hause. Alle, die jetzt arbeiten gehen, vielen Dank dafür, was ihr macht. Ganz toll. Und ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Und egal in welchem Beruf, macht genau weiter so. Genau das brauchen wir. Und wir freuen uns auch schon, wenn wir wieder arbeiten gehen können, die Kinder zur Schule und wenn es wieder normal läuft. Ich warte die ganze Zeit, es ist immer so Entwarnung, geht wieder normal weiter. Aber ich glaube, das wird wohl nicht so sein. Ne? Es wird so kein Entwarnungsruf kommen. Okay, nächstes Workout. Ich werde wieder meine Hände weg damit desinfizieren. Gestern haben wir Stretch and Relax gemacht, ganz locker 20 Minuten Entspannung. Und jetzt machen wir mal ein Zirkeltraining. Das habe ich vorbereitet. Ganz easy, ist ein Standard-Zirkeltraining, das ihr in verschiedenen Kategorien und Leveln aufgebaut ist. Level 1, 2 und 3. Unter dem Video steht genau darunter, was ihr zu machen habt, wie die verschiedenen Level sind. Ihr könnt jetzt den Zirkel einmal machen, zweimal, dreimal. Das ist up to you, wie gut ihr in Form seid. Übertreibt nicht, macht das moderat, dass sich da keiner verletzt. Oder übertreibt und sich vielleicht noch irgendwie eine andere Verletzung zuziehen. Ich erkläre die Übung mal. Die allererste Übung ist der Jumping Jack Roller. Das passt eigentlich gut zu mir. Ne? Zu den meisten Männern passt das. Ist der Hampelmann. Das sieht also wie voll aus. Ihr geht diese Übung hier weiter. Jawohl, jawohl. Bevor das Training anfängt, macht ihr euch kurz warm. 10 Minuten, ein bisschen locker laufen auf der Stelle, ankreisen, Kette wieder. Zweite Übung ist der Liegestütz. Geht hier runter, Liegestützposition, ihr bleibt gern auf dem Boden liegen, hebt die Hände an, drückt euch hoch. Wer es nicht kann, kann natürlich auch sich hochdrücken und die Knie auf den Boden lassen. Lasst bitte schön Bauch gespannt, Rücken gespannt, damit ihr nicht durchhält. Das ist die zweite Übung. Wiederholungszahl sage ich gleich. Die dritte Übung ist jetzt der Sit-Up. Kann ich vielleicht hier hinsetzen. Bauchmuskulatur. Schaut auf meine Füße. Ich bin oben. Schau hoch und komm nach oben. Wenn es geht, ohne Schwung. Jawohl. Reiß dich den Kopf mit hoch. Das ist der Sit-Up. Nächste Übung ist dann die Kniebeuge. Ich mache sie von der Seite vor. Ihr geht schön tief runter, kommt hoch. Ja. Tief und hoch. Tief und hoch. Und die letzte Übung, ich glaube, in Mandantes, die wenigsten kennen das. Alle, die nicht Mandantes sind, kennen das bestimmt. Aber in Mandantes hat das nicht so oft gemacht, ist der Burpee. Ich mache den Burpee einmal vor. Hände setzt ihr auf den Boden nach. Jetzt geht ihr zurück. Geht in die Liegestützposition hoch, hopp, hopp und nach oben. Absetzen, zurück, runter, hoch, hopp und strecken. Das ist der Burpee. Wenn ihr vorhin Burpee jemand gemacht, dann wisst ihr, warum der Burpee Burpee heißt. Ich mache jetzt mal den ganzen Zirkel vor. Im Level 3, Level 1 ist Anfänger, 2 ist Fortgeschritten und 3 ist Profis. Denkt jetzt nicht, dass ich Profi bin. Ihr könnt in Level 3 alles schaffen. Wenn ich das kann, ist das kein Problem. Kann das eigentlich jeder. Schwierig ist das nicht. Aber wenn ihr das 2, 3 Mal macht oder auch 10 Minuten, 15 und 20, dann bin ich schon anstrengend. Okay, ich mache Musik an und mache mal den Ablauf vor. We'll be right back.
So, das war ein Durchgang im Level 3, 6 Durchgänge oder 18 Minuten ohne Pause. Ich glaube, die Herausforderung ist schon anstrengend. Schreibt mal, wie es war, geht alles und wir sehen uns am jeden Tag wieder. Liebe Grüße vom Team Atlanta, von Andi, bis später.